In Deutschland leben heute mehr Ausländer als je zuvor. Tendenz steigend. Das ist eine ganz andere Kultur, die haben ganz andere Maßstäbe und die passen hier nicht rein. Lädt unser Sozialstaat zum Missbrauch ein? Oder wollen wir unseren Wohlstand nur für uns behalten? Jetzt muss mal hier was getan werden. Hier ist jetzt der Brennpunkt. Gehört der Islam wirklich zu Deutschland? Keine Interviews. Im Moment bestimmen die Radikalen den Ton. Auf beiden Seiten. Wir sind Christen. Wenn sie sterben, gehen direkt ins Paradies. Höchste Stufe. Sind die vielen Zuwanderer eine Gefahr für die deutsche Kultur und für liebgewonnene Traditionen? Wie nennt man das in echt, Laterne? St. Martin. St. Martin, richtig. Ja. Integration geschafft. Ja, Mann. Zeit für zugespitzte Fragen und eine Bestandsaufnahme. Wie viele Ausländer verträgt Deutschland? Wir fangen an mit einem heißen Eisen. Kriminalität. Vorurteile. Ängste. Fakten. Diebe bei der Arbeit. Nichts scheint vor ihnen sicher zu sein. Der Verdacht, es sind vor allem Ausländer. Beispiel Köln. Zivilfahnder im Einsatz gegen Taschendiebe. Einige der Täter sind der Polizei schon seit Jahren bekannt. Verdienen Sie mit Taschendiebstahl Ihren Lebensunterhalt? Ja, das ist für mich wie auf die Arbeit gehen. Räuberei auf offener Straße, Jagd nach Geldbörsen und Handys. Ist das deins hier? Ist das deins? Ich hab gekauft. Hab ich. Über 70% der Taschendiebstähle in Deutschland gehen auf das Konto von ausländischen Tätern. Aber was heißt das? Kann man daraus schließen, Ausländer sind generell krimineller als Deutsche? Die brutalen, schweren Delikte sind drastisch rückläufig. Und das, obwohl wir immer mehr Migranten in Deutschland leben haben. Durch Zuwanderung gibt es nicht insgesamt mehr Kriminalität. Gewaltverbrechen gehen zurück. Eigentumsdelikte nehmen zu. Ein Tatort in Berlin. Spurensicherung. Ist es normal, dass der Rollladen schräg unterläuft? Nein. Oder? Da würde ich dann dementsprechend auch eine Spurensicherung durchführen. Ja. Waren hier Deutsche oder Ausländer am Werk? Im Bereich Nikolassee gab es im letzten Jahr vermehrt Einbrüche. Da sind die Täter in der Art vorgegangen, dass durch offenstehende Fenster und Türen eingestiegen wurde, obwohl die Bewohner der jeweiligen Häuser auch anwesend waren, also geschlafen haben. Es war alles offen, es war alles hier verteilt, schön war alles offen. Ich finde nicht mal so, dass die Werte weg sind, aber dieses Gefühl hier, war jemand. Das ist so ohnmächtig, so furchtbar. Der Verdacht fällt auf gut organisierte, hochmobile Banden. Nach unserer Erfahrung kommen diese zumeist aus Südosteuropa. Die sind in der Regel auch hierarchisch aufgebaut. Das heißt, die haben feste Strukturen, halten sich in den betreffenden Gebieten, wo sie die Straftaten begehen, auch nur eine kurze Zeit auf. Grenzüberschreitende Kriminalität nennt das die Polizei. Laut Statistik haben 20% aller Tatverdächtigen einen ausländischen Wohnsitz. Also jeder Fünfte. In der Wahrnehmung der Betroffenen sieht das Verhältnis ganz anders aus. Der Verdacht bei Einbrüchen fällt oft automatisch auf Ausländer. Mein Mann hat also auch öfter Personen verfolgt, die so geguckt haben, so gezielt. Es laufen natürlich viele Leute rum und gucken sich an. Manche meinen es wohlwollend, ach, ist das schön hier, das Grundstück. Und die anderen, vielleicht spähen sie aus. Ne? Man kann es sehr schlecht unterscheiden. Was haben Sie für einen Eindruck? Was sind das dann für Leute? Ich möchte es eigentlich nicht sagen. Meistens keine Deutschen. Wer bei Familie Bauch in Berlin wirklich eingebrochen hat, konnte die Polizei bislang nicht ermitteln. Von 100 Fällen, in denen es zu einem Einbruch kommt, führen nur 2 dazu, dass jemand verurteilt wird. Das ist kein Ruhmesblatt unseres Rechtsstaates. Trotz der hohen Dunkelziffer,
Der Anteil von nichtdeutschen Tatverdächtigen ist bei vielen Delikten höher als der Durchschnitt. Die Polizei reagiert und setzt zunehmend auf Beamte mit Migrationshintergrund. Nilay Bugur ist Polizeiobermeisterin in Berlin. Wo ein Gesetzesbrecher geboren ist, spielt für sie keine Rolle. Fahren Sie weg, ja? Jetzt. Die Bösen sind die Bösen. Es ist völlig egal, was für einen Migrationshintergrund sie haben oder ob sie überhaupt einen Migrationshintergrund haben. Und die normalen Mitbürger werden auch ganz normal behandelt. Unsere aktuelle Umfrage zum Thema? Trotz der verbreiteten Vorurteile glauben 54% der Befragten nicht, dass Ausländer häufiger Straftaten begehen als Deutsche. Die Mehrheit liegt damit im Trend der Wissenschaft. Denn Studien aus allen Industriestaaten zeigen, entscheidend für die Straffälligkeit sind nicht Herkunft oder Hautfarbe, sondern Bildung und soziales Umfeld. Man kann nicht sagen, die Ausländer sind krimineller, sondern nur diejenigen, die sozial nicht gut integriert sind, die bildungsmäßig nicht die Chancen der Deutschen haben. Da haben wir natürlich Probleme. Unser erstes Fazit: Sind Ausländer generell krimineller als Deutsche? Die Antwort ist nein. Wenn Umfeld und Bildung gleich sind, dann gibt es auch keinen Unterschied bei der Kriminalität. Warum klappt es trotzdem nicht so recht mit der Integration? Laut Umfrage sehen 2/3 der Deutschen die Verantwortung bei den Ausländern. Macht es sich die Mehrheit da nicht so leicht? Wir unterziehen deutsche Arbeitgeber einem Toleranztest. Ein Schauspieler schlüpft in 2 Rollen. Als Türke heißt er Ahmed, als Deutscher Michael. Beide suchen eine Lehrstelle. Mit gleichen Noten und ehrenamtlicher Zusatzqualifikation. Wir schicken 100 Bewerbungen an Betriebe in ganz Deutschland. Werden die Firmen eher Michael oder Ahmed auswählen? In diesem Hotel wurde Ahmed abgelehnt. Michael bekommt eine Chance. Mit versteckter Kamera geht es zum Vorstellungsgespräch. Hallo. Hey, Salim, freut mich. Was speziell interessiert Sie? Dass ich halt mit neuen Kulturen und Menschen immer was zu tun haben kann. Ich tue auch sehr viel Soziales. Bin eher dann unterwegs und in der Natur. Oder das ist immer. Was machen Sie denn so Soziales? Pfadfinder, genau. Dann klären wir die Situation auf. Warum hat Ahmed eine Absage bekommen, trotz gleicher Qualifikation? Also ich kann mir nur erklären, dass Lehrgutannahme im Getränkefachmarkt mehr mit Dienstleistung zu tun hat als Werbetechnik, Druckerei und dann 3 Praktika. Am ausländischen Namen habe es nicht gelegen, sagt die Frau vom Hotel. Aber Diskriminierung in Deutschland ist ein Fakt. Sie sehen, da bewirbt sich ein Deutscher und da bewirbt sich jemand mit einem türkischen Namen. Und da fängt dann im Hirn sowas an wie ein Kino. Man assoziiert den Namen mit bestimmten Erfahrungen oder Dingen, die man gehört hat über Jugendliche. Vielleicht, das hat uns ein Unternehmer geschildert, wir hatten mal einen Azubi, der hieß Ali und stammte aus der Türkei. Mit dem kamen wir nicht klar. Der wurde von der einen Abteilung in die andere gereicht und irgendwann war er weg. Da mussten wir uns von ihm trennen. Und seitdem hat in diesem Unternehmen ein Ali keine Chance mehr. In unserem Test hat Michael fast doppelt so viele Zusagen bekommen wie Ahmed. Ein Ergebnis, das sich mit einer aktuellen bundesweiten Studie deckt. Wir haben festgestellt, dass die Jugendlichen mit einem türkischen Namen doch deutlich schlechtere Chancen hatten, eine Einladung zum Vorstellungsgespräch zu kriegen. Und wenn man so eine Einladung nicht kriegt, hat man auch überhaupt keine Chance auf den Job, obwohl die Leute gleich gut qualifiziert waren und die gleichen Voraussetzungen hatten. Integration ist keine Einbahnstraße. Die Alteingesessenen müssen mitmachen. Doch auch wenn die Vernunft Ja sagt, stellt sich das Unterbewusste manchmal quer. Die alte Angst vor Überfremdung. Unsere nächste Frage. Verliert Deutschland Kultur und Identität? Der beliebteste Snack der Deutschen? Döner. Das beliebteste Getränk? Kaffee. Das Jugendwort 2013? Babo. Das bedeutet Chef oder Anführer. Ich glaube, de facto sind wir schon viel stärker durchmischt, als wir vielleicht wahrhaben wollen, als wir vielleicht wirklich wahrnehmen. Kanak Sprak. Die Sprache der in Deutschland geborenen jungen Türken hat Kultstatus. Zumindest für viele Jugendliche. Babo? Babo, ja. Was bedeutet das?
Ja, so wie Chef, ne? So wie einer, der da Sagen hat. Wie das mit dem Babo, das gibt's auch in irgendeinem Lied von so einem Rapper. Deswegen sagt man ja auch, Chabos wissen, wer der Babo ist. Haiwan, das heißt sowas wie Tier. Yalla, venga, adiós. Aslak, das kommt aus dem Kanake so, ne? Ja. Kanaken werden als Ausländer gezählt. Und dann haben die alte Rossen Aslak gemacht. Ja. Hier, wir sind Aslaks. Kess, sei leise, so, halt die Fresse. Ich bin zwar auch selber Ausländer, aber wenn ich zu Hause so rede, kriege ich immer direkt Ärger. Für alle, die um die Sprache Goethes und Schillers bangen, haben Experten schlechte Nachrichten. Wir steuern darauf zu, dass die deutsche Gesellschaft immer heterogener wird. Schon jetzt können wir sagen, knapp 40% der deutschen Gesellschaft haben familiale Bezüge zu Personen mit Migrationshintergrund. Also Herkunftsdeutsche sind verheiratet mit Frauen, die Migrantinnen sind und haben Kinder, die als Kinder mit Migrationshintergrund gelten. Wie gut müssen Einwanderer die deutsche Kultur kennen? Die Politik verlangt einen Einbürgerungstest. Unser Testbeauftragter, der Comedian Abdel Karim, stellt die Originalprüfungsfragen Kölner Passanten. Welches Recht gehört zu den Grundrechten in Deutschland? Ja. Waffenbesitz, Faustrecht, Meinungsfreiheit, Selbstjustiz. Das gehört alles nicht dazu. Waffenbesitz, Faustrecht, Meinungsfreiheit, Selbstjustiz. Meinungsfreiheit. Ja, ist echt neu, jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Einfach, oder? Mhm. Was ist mit dem deutschen Gesetz vereinbar? Die Prügelstrafe, die Folter, die Todesstrafe oder die Geldstrafe? Die, was war das letzte? Die Geldstrafe. Die Geldstrafe? Nochmal die Frage, bitte? Was ist mit dem deutschen Gesetz vereinbar? Die Prügelstrafe, die Folter, die Todesstrafe oder die Geldstrafe? Geldstrafe. Geldstrafe, das war einfach. Ja. Was verbietet das deutsche Grundgesetz? Militärdienst, Zwangsarbeit, freie Berufswahl oder Arbeiten im Ausland? Was verbietet das? Ja, ja. Zwangsarbeit. Zwangsarbeit, ah, mashallah. Okay. Woher kommt ihr ethnisch? Also meine Eltern kommen aus der Türkei. Und deine? Meine auch. Findet ihr das gut, dass man so einen Test machen muss? Ich finde, das zeigt einfach, dass man ja, in gewissen Maßen hier integriert ist, mhm, und sich mit dem Land auskennt. Ja, und das finde ich auf jeden Fall wichtig, wenn man hier wohnt. Unsere Umfrage zum Thema Leitkultur. Von den unter 30-Jährigen halten 63% Ausländer für eine Bereicherung. Bei den über 60-Jährigen sind es 47%. Also, je jünger die Befragten, desto positiver die Bewertung von ausländischem Einfluss. Insgesamt sieht mehr als die Hälfte Ausländer als Bereicherung und nicht als Gefahr für deutsche Kultur. Unsere nächste Frage. Haben wir nicht schon zu viele Ausländer? In Deutschland leben 7 Millionen Menschen ohne deutschen Pass. Und noch einmal 17 Millionen mit deutschem Pass und Migrationshintergrund. Für Einwanderer ist Deutschland das zweitbeliebteste Land auf der Welt, nach den USA. Aus meiner Sicht geht die Debatte über Zuwanderung in die völlig falsche Richtung. Das ist ein großes Missverständnis. Man darf nicht fragen, ob Einwanderer für ein Land gut oder schlecht sind. Man muss fragen, wie viele sind am besten. Aufschwung und Fortschritt in der deutschen Geschichte fallen fast immer mit großen Einwanderungswellen zusammen. Der Wirtschaftsboom im späten 19. Jahrhundert ist nur möglich, weil mehr als 500.000 polnische Arbeiter in deutschen Zechen und Fabriken schuften. Die meisten bleiben. Ihre Nachfahren sind heute bestens integriert. In den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts sucht Deutschland wieder dringend nach Arbeitskräften. Vor allem Italiener, Griechen, Türken und Portugiesen kommen ins Land als sogenannte Gastarbeiter. Der millionste von ihnen bekommt ein Moped als Begrüßungsgeschenk. Das Wirtschaftswunder ist ohne sie nicht denkbar. Doch auf deutsche Gastfreundschaft treffen sie nicht immer. Sollte man Ihrer Meinung nach die ausländischen Arbeiter erst gar nicht nach Deutschland hereinlassen? Ja, man soll sie draußen lassen. Ja. Sie sind hier gewissermaßen eine Konkurrenz für die älteren Arbeiter im Inland. Ja. Und schleppen die Devise ins Ausland und sind einen guten Teil schuld, dass unsere Währung so schlecht steht. Da möchte ich mich eigentlich gar nicht so äußern. Bis jetzt waren sie ja notwendig, aber jetzt ist ja selber so, haben wir ja selber so wenig Arbeit. Ich glaube, dass sie jetzt wieder heim sollten. Ich hätte sie gar nicht lassen.
Also ich finde, wir hätten Arbeit genug gehabt für unsere eigenen Leute. Ne? Da bräuchten wir die auf keinen Fall. Also ich bin ein Gegner. Auch die DDR holt Arbeitskräfte ins Land. Sie kommen aus Angola, Mosambik oder Vietnam und leben in abgetrennten Wohnheimen. Die Familien müssen zu Hause bleiben. Integration ist nicht erwünscht. Bei Schwangerschaft droht Ausweisung. Nach dem Mauerfall gibt es eine erschreckende Welle von Übergriffen gegen Ausländer und Asylbewerber. Von Mölln bis Rostock. Gerade in sozial schwachen Regionen, vor allem in Ostdeutschland, haben die Menschen Angst, die Ausländer könnten ihnen etwas wegnehmen. Neue Studien zeigen, je wichtiger Einwanderung für ein Land wird, umso geringer ist die Bereitschaft der Bevölkerung, Sozialleistungen für die Arbeitslosen und Alten zu zahlen. Das heißt, wer auf solche Zahlungen angewiesen ist, hat Angst, etwas zu verlieren und lehnt deshalb Zuwanderung ab, so wie damals im Osten Deutschlands. Das aktuelle Elend in Afrika und im Nahen Osten hat die Zahl der Asylbewerber in Deutschland in diesem Jahr auf 140.000 ansteigen lassen. Mehr als in jedem anderen europäischen Land. Nur in der Nachbarschaft wollen sie viele nicht haben. Nicht in Nobelvierteln wie Hamburg-Harvestehude. Bei den Sophienterrassen, da kommt auch ein Flüchtlingsheim hin. Aus dem Grunde ziehen wir da auch nicht hin. Wir wollten ursprünglich hinziehen, als wir dann die Meldung bekamen, haben wir gesagt, das kommt für uns nicht in Frage. Warum nicht? Weil ich finde, es gibt genügend andere Möglichkeiten, die Flüchtlinge unterzubringen. Nichts gegen Flüchtlinge, aber man muss nicht unbedingt die Gegend nehmen. Es wäre für diese Menschen vielleicht besser gewesen, ein Objekt zu finden, wo sie ihresgleichen in Anführungsstrichen finden, wo sie auch mehr Kontakt bekommen und vor allen Dingen Einkaufsmöglichkeiten mehr haben. Doch auch in ärmeren Vierteln wie Berlin-Köpenick will so mancher lieber keine Asylbewerber als Nachbarn. Das ist eine ganz andere Kultur, die haben ganz andere Maßstäbe und die passen hier nicht rein. Und ich bin auch der Meinung, Deutschland hat eigentlich genug getan, also nur jetzt noch mehr Asylanten hierher. Natürlich müssen die irgendwo hin, ist mir schon klar und es ist auch richtig, dass wir helfen. Aber so dicht in so ein dicht besiedeltes Wohngebiet rein, finde ich unmöglich. Schrecklich, ganz ehrlich, schrecklich. Und wieso? Weil wir nur Probleme haben mit den Leuten. Nicht jetzt gegen die Rasse, aber die bilden sich ja ein, dass sie hier die absoluten Macker sind und was weiß ich nicht alles. Nee, ich finde das scheiße. Unabhängig vom persönlichen Empfinden, andere Länder nehmen im Verhältnis zur Einwohnerzahl weit mehr Flüchtlinge auf als wir. Leute, die weggehen von zu Hause, gehen ungern weg. Auch wenn es ihnen nicht gut geht. Aber sie gehen immer ungern weg. Wir würden auch ungern weggehen. Und die Leute, die weggehen, sind aber nicht diejenigen, die alle anderen nach sich ziehen. Das sind Ausnahmeerscheinungen. Wenn Asylbewerber in der Nachbarschaft einziehen, ist manchmal Polizeischutz nötig. So wie 2013 in Berlin-Hellersdorf. Wir sind das Volk! Wir wohnen hier, aber nicht hier! Leute! Wie muss das wirken auf Menschen, die vor Krieg und Terror geflohen sind? Wimbern in Nordrhein-Westfalen. Ein kleiner Ort im Sauerland. Landwirtschaft. 850 Alteingesessene. Und seit kurzem auch etwa 500 Asylbewerber. Es gibt dann auch Situationen, die sind nicht so toll. Aber ja, was war das zum Beispiel? Zum Beispiel, wenn auf einmal Leute bei dir in Gartenmöbeln sitzen und du weißt dann nicht so, wie du mit denen umgehen sollst. Es gibt sehr viel Müll, sehr viel Dreck. Es gibt einen anderen Lebensrhythmus. Die Leute sind nachts sehr lange wach. Man muss sich sehr umstellen. Ahnen die Anwohner, was die Menschen in den Flüchtlingsheimen durchgemacht haben? Feben ist 17, geflüchtet aus Eritrea. Geflüchtet vor Willkür, Folter und Mord. 8 Monate war sie unterwegs. An der sudanesischen Grenze kamen Männer auf uns zu. Ich weiß nicht, ob sie von der libyschen Regierung waren oder vom Militär oder Diebe. Sie haben die Mädchen vergewaltigt. Und dann haben sie uns einfach zurückgelassen. Ohne Kleidung, nackt.
Die große Mehrheit der Deutschen will Verfolgte wie Feben im Land aufnehmen. Laut unserer aktuellen Umfrage sind 83% der Befragten für das im Grundgesetz verbriefte Recht auf Asyl. Wir sind eine der am meisten prosperierenden Volkswirtschaften in Europa. Wir sind zum Teil auch angewiesen auf das Potenzial junger Leute, das man zum Teil vielleicht auch unter Flüchtlingen sehen könnte. Das heißt, jetzt in der aktuellen Debatte zu sagen, Deutschland ist überfordert oder das Boot ist voll, wäre sicherlich falsch. Junge Flüchtlinge mit guter Bildung. Ahmed, Mahmoud und Mohammed erfüllen genau die Voraussetzungen, die sie eigentlich zu begehrten Zuwanderern machen sollten. Doch als Asylbewerber in Deutschland können sie erstmal weder arbeiten noch weiter studieren. Die drei Brüder sind aus Syrien geflüchtet, vor Krieg und Terror. Ohne die Eltern. Syrien ist ein Land des Todes. Tragödien, Genozid, Massaker. Das alles findet man in Syrien. Wirklich alles. Jeden Tag werden dort Menschen ermordet. Kinder. Fast nur Zivilisten. 6.000 Euro haben die Brüder für ihre Flucht nach Europa bezahlt. An Schleuser pro Person. Auf ihren Handys haben sie die riskante Reise festgehalten. Hätte man sie geschnappt, wären sie jetzt wieder in Syrien. Das Geld wäre weg. Ich hoffe hier einfach auf ein besseres Leben. Es läuft bis jetzt auch ganz gut. Es gibt nur die Sprachbarriere. Leider haben wir hier noch nicht die Chance bekommen, einen Deutschkurs zu besuchen. Ich muss jetzt einfach nur abwarten, ob mein Asylantrag angenommen wird. Dann will ich weiter studieren, damit ich bessere Chancen habe auf ein gutes Leben. Jeder 10. Asylbewerber in Deutschland hat eine akademische Ausbildung. Jeder 3. einen Abschluss als Facharbeiter. Doch am Ende werden 84% aller Anträge abgelehnt. Die drei Brüder haben bessere Chancen. Deutschland schiebt derzeit keine Flüchtlinge nach Syrien ab. Dass sie jetzt allerdings erstmal monatelang warten müssen, statt zu studieren und zu arbeiten, sehen Experten als Ärgernis. Denn Deutschland braucht hochqualifizierte Fachkräfte. Und zwar nicht ein paar Tausend, sondern besser Millionen. 100 Deutsche haben noch 68 Kinder und können mit 47 Enkeln rechnen. Glauben die Deutschen ernsthaft, dass diese 47 Enkel für die 100 Omas und Opas die Rente sichern können? Die Mehrheit der Deutschen zieht ähnliche Schlüsse. 54% in unserer Umfrage sagen, ja, um die Zukunft Deutschlands zu sichern, brauchen wir mehr Arbeitskräfte aus dem Ausland. Wir verlieren ja bis zum Jahr 2040 10 bis 20 Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter aus demografischen Gründen. Das heißt, es wird immer problematischer in Deutschland, Arbeitskräfte zu finden. Insofern sind Zuwanderer absolut notwendig. Von das Boot ist voll kann überhaupt nicht die Rede sein, sondern im Gegenteil, wir müssen uns überlegen, wie wir mehr Menschen dazu bewegen können, in Deutschland zu leben und zu arbeiten. Einwanderer in Deutschland haben statistisch gesehen einen höheren Bildungsgrad als die einheimische Bevölkerung. 200.000 ausländische Studenten besuchen derzeit deutsche Universitäten. Aber nicht nur die Zukunft, auch die Gegenwart würde ohne Zuwanderer nicht funktionieren. Deutschland ohne Ausländer? Die Gastronomie würde zusammenbrechen. Jedes zweite Restaurant müssten wir uns wegdenken. Auch die Gesundheitsversorgung stünde vor dem Kollaps, wenn die 30.000 ausländischen Ärzte das Land verlassen würden. In der Autoindustrie würden alle Räder stillstehen. Und die Bundesliga müsste den Spielbetrieb einstellen. Fast die Hälfte aller Spieler haben keinen deutschen Pass. Ohne Robben, Ribéry und Co. würde Leere auf den Plätzen herrschen. In der Champions League hätten deutsche Teams keine Chance. Und einen Trainer hätten die Bayern dann auch nicht. Wir wollten wissen, ist das Boot voll? Die Antwort ist zum Glück nicht.
Und um im Bild zu bleiben, aus wirtschaftlicher Sicht bräuchten wir noch viel mehr, die mitrudern. Unser nächster Punkt. Sind Muslime schwerer zu integrieren? In Zeiten islamistischen Terrors eine heikle Frage. Bilder von IS-Grausamkeiten aus Nahost beherrschen die Fernsehschirme. Eine Gruppe von Extremisten verzerrt das Bild des Islam. Tatsächlich sind im Moment viele besorgt über die Einwanderung von Muslimen in die Gesellschaften des Westens. Die Frage ist ja, ob Integration hier gelingen kann. Und es ist wirklich auffallend, dass im Grunde alle westlichen Länder das gleiche Problem haben. Zumindest zu dem Zeitpunkt glaubt man das, wenn man dorthin geht, dass man Gott damit einen Gefallen täte, dort den Islam in irgendeiner Art und Weise zu verteidigen. Was natürlich voraussetzt, dass der Islam irgendwo angegriffen wird. Das Gefühl, angegriffen zu werden. Ausgerechnet in den toleranten Gesellschaften des Westens. Tatsachenverdrehung. Wir müssen uns ja auch wehren. Wenn wir angegriffen werden, können wir uns ja auch wehren. Ne? Und von wem werden wir angegriffen? Von anderen Ungläubigen, von den Kuffars. Die beschützen ihr Land, die verteidigen ihr Land. Die haben auch Werte und Ideale. Das hat zum Beispiel der Westen nicht. Die machen Dschihad. Die wollen, wenn sie sterben, die gehen direkt ins Paradies. Höchste Stufe. Die große Mehrheit hat mit den Extremisten nichts zu tun. Doch die bestimmen das Bild. Sie sind gegen das politische System, weil sie gesellschaftlich mehrfach und ständig diskriminiert werden. Das heißt, sie suchen nach Möglichkeiten, sie suchen nach einem Ventil. Und sie können schlecht Nazis werden. Also sie hätten übrigens genauso gut Neonazis werden können, also was die Anfälligkeit betrifft und was die Mechanismen betrifft. Ausgerechnet Hooligans und Neonazis demonstrieren gegen deutsche Islamisten. Radikale gegen Radikale. Von Integration redet hier niemand. Wir haben feststellen können, dass unsere rechtsextremen Schläger mit den Banden von türkischen männlichen Jugendlichen alles gemeinsam haben. Sie sind zu Hause gleich oft verprügelt worden. Sie sind Machos durch und durch und haben Zwillingsbrüder, die sie hassen. Sie wissen es nur nicht, dass sie Zwillingsbrüder sind. Wenn in Deutschland neue Moscheen gebaut werden, zeigen sich oft die Grenzen der Toleranz. Anwohner machen mobil, wie hier in Köln-Ehrenfeld. Wir sind Christen! Der Bau der Kölner Zentralmoschee war jahrelang von Protesten begleitet. Jetzt ist das Gotteshaus fast fertig. Haben sich die Befürchtungen der Anwohner bestätigt? Abdelkarim fragt nach im Schatten der Minarette von Köln. Viele sagen ja, die Moschee ist vielleicht ein Tick zu klein. Wie ist deine Meinung dazu? Ja, ich finde sie schon recht groß an sich. Ja? Ja, auf jeden Fall. Also okay. Mit das Größte, was ich hier gesehen habe, außer natürlich katholischen Kirchen oder sowas. Ja, kann man auch von einem Meisterwerk sprechen? Ich denke schon, absolut. Ja. Das ist ein architektonischer Bau, den man jetzt nicht überall hier in Köln findet. Okay, okay. Und deshalb finde ich das absolut, also ich finde es toll. Sie waren doch sicher schon drin, ne? Ja, so wie ich aussehe? Ja. Natürlich. Also gegen sowas habe ich nichts. Ja, finde ich gut. Sie haben ja auch nichts gegen unsere Kirche, ne? Nee, um Gottes Willen. Wie ist Ihre Meinung generell dazu, dass so eine Riesenmoschee hier entsteht? Das ist mir wurscht, piep, egal. Von mir aus kann jeder glauben, was er will, solange er mich in Ruhe lässt. Unsere nächste Umfrage. Woran denken die Deutschen beim Stichwort Islam? Benachteiligung der Frau? Fanatismus? Engstirnigkeit? Vorurteile? An bestimmten Stellen ist der Islam noch längst nicht so weit wie andere Religionsgemeinschaften. Das hat auch Gründe, die an den Muslimen selbst natürlich liegen. Aber das hat natürlich auch Gründe wegen der Vorbehalte dieser Glaubens- und Religionsgemeinschaft gegenüber. Der Islam hat ein Imageproblem. Dabei distanzieren sich die muslimischen Gemeinden in aller Klarheit vom Terror der Extremisten. Und 78% der türkischen Muslime mit deutschem Pass sind laut einer Umfrage bereit, sich, Zitat, unbedingt und ohne Abstriche in Deutschland zu integrieren. Dennoch warnen Experten vor Parallelwelten. Vor Vierteln, in denen kein Deutsch mehr gesprochen wird.
Aus wissenschaftlicher Sicht wäre es sinnvoll, wenn Zuwanderer nicht in eigenen abgeschlossenen Vierteln wohnen. Und genauso sollte man sicherstellen, dass die Leute die Landessprache lernen. Das ist ganz wichtig. Aus vielen Studien geht hervor, dass soziale Integration immer dann sehr schwer wird, wenn die Menschen die Sprache nicht beherrschen. Wer nur schlecht Deutsch kann, hat im deutschen Bildungssystem und später auf dem Arbeitsmarkt kaum Chancen. Das gilt für Muslime genauso wie für Nichtmuslime. Bildung ist das zentrale Moment. Nehmen wir die Iraner, sind eigentlich auch aus dem muslimischen Kulturkreis kommend, aber fast 60% sind Richtung Abitur unterwegs, deutlich mehr als die Deutschen. In 50 Jahren, prognostizieren Experten, könnte der Bevölkerungsanteil von Christen und Muslimen in Deutschland etwa gleich groß sein? Verständnis für Sprache und Religion. Was wissen wir wirklich voneinander? Feiern Sie Weihnachten? Nein, ich bin Muslim. Okay, und? Ja, halt, meine Frau ist Deutsche. Wissen Sie, warum die Christen einen Tannenbaum zur Weihnachtszeit nach Hause schleppen? Ja, die Christen denken, die Weihnachtszeit kommt die Jesus in den Baum. Wie immer. Die kommen die von dem oben, ja. Kommt die in Baum. Ich habe gehört, sie feiern diese Weihnachten, weil sie, weiß nicht, der Tag, wo der Christ geboren ist. Sind Sie der Meinung, die Christen sollten öffentlich feiern oder lieber heimlich zu Hause? Öffentlich. Weil ich meine Religionsfreiheit, ne? Ja. Ich meine, Deutschland ist ein christliches Land und ich denke, ja. Man sollte es öffentlich machen. Sind deine Kinder in dem Alter, dass sie das auch mitmachen schon? Ja, schon längst. Und wie nennt man das in echt, Laterne? Das Fest? Diese Geschichte halt? St. Martin. St. Martin, richtig. Ja. Integration geschafft. Ja, Mann. Super. Bist du der Meinung, man sollte das St. Martin lassen? Martins Umzüge? Oder sollte Nein, man lieber wieso? Sagen? Die Kinder haben doch Spaß. Ja, umbenennen. Viele sagen ja, wir müssen das umbenennen. Nach was denn? Sonne, Mond und Sterne. Quatsch. Lass es so, wie es ist. Wir machen die Gegenprobe vor dem Kölner Dom und wollen prüfen, was Passanten über den Ramadan wissen. Sagt Ihnen der Ramadan etwas? Ach du Grüne, jetzt fangen wir mit dem Ramadan an. Der sagt uns gar nichts. Der sagt uns gar nichts. Ja, das ist Fastenzeit der Muslime. Das ist vielleicht was für die Jungen, für uns Alte. Ich weiß nicht. Wissen Sie ungefähr, wann das ist? Anfang des Jahres oder jetzt Ende des Jahres auch? Oder in der Mitte? Ja, Mitte glaube ich nicht. Ich weiß das nicht, vor Weihnachten? Bei uns in der Gegend ist das gibt's nicht sowas gar nicht. Aber woher kommen Sie denn? Na, aus Ostdeutschland, direkt an der polnischen Grenze. Sind Muslime schwerer zu integrieren? Die Antwort ist nicht leicht, aber bei allen Problemen. Fest steht, die Integration ist schon viel weiter, als es Islamisten und Islamgegner wahrhaben wollen. Auch unsere nächste Frage weckt bei vielen Emotionen. Wollen Zuwanderer bei uns nur abkassieren? Seit Anfang des Jahres gilt die Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU auch für Rumänen und Bulgaren. In vielen Kommunen bereiten seitdem sogenannte Armutszuwanderer Sorgen. Wir fragen nach in Duisburg und treffen auf Ablehnung, auch bei denen, die selbst ausländische Wurzeln haben. Seitdem die Rumänen und Bulgaren hier sind, ist das echt etwas krimineller geworden. Drogerei, Klauen und überall Verbrechen. Wir gucken mal denn auf den Straßen, alle dreckig. Die Leute finden keine Arbeit. Meine Eltern haben mich großgezogen ohne Kindergeld. In einer schweren Zeit. Und was kriegen die heute? Haben 4, 5 Kinder, kriegen über 2000 netto. Das hat doch keine alte Frau zum Leben. Das habe ich an Rente nicht mit 46, fast 46 Berufsjahren. Ist das korrekt? Nein. 2000 Euro netto? Zu Gast bei Familie Stürzer aus Rumänien. Vor einer Woche kam das 5. Kind. Sozialarbeiter helfen beim Antrag fürs Kindergeld. Wie geht es Ihnen in Deutschland? Im Vergleich zu Rumänien gut. Was fehlt Ihnen? Arbeitsplätze. Familie Stürzer lebt von Sozialleistungen. Knapp 1000 Euro gibt es für die 5 Kinder.
Der Vater sucht Arbeit als Hausmeister oder auf dem Bau. Durch Zuwanderung kommen eben auch viele Geringqualifizierte ins Land. Das können wir gar nicht verhindern, weil viel Zuwanderung auch im Rahmen der Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union stattfindet, die gar nicht steuerbar ist. Ins hochverschuldete Duisburg sind überdurchschnittlich viele Rumänen und Bulgaren gezogen. Die Mehrkosten allein für Schulen und Gesundheitsversorgung belaufen sich pro Jahr auf 5,8 Millionen Euro. Der Oberbürgermeister schlägt Alarm. Die Kosten zu hoch? Der soziale Friede gefährdet? Wenn man sich in einer Stadt mit knapp 500.000 Einwohnern ernsthaft Gedanken machen muss über eine Gruppe, die mit 10.000 Menschen ja relativ klein ist, dann zeigt das nochmal, wie bedrohlich die Situation ist, wie gefährdet der soziale Frieden in einzelnen Stadtquartieren auch ist. Und wir werden als Städte, die mit diesem Zuzugsphänomen konfrontiert sind, alleine diesem Phänomen nicht mehr Herr. Hohe Arbeitslosigkeit, leere Kassen. Die Zuwanderer verstärken in Duisburg Probleme, die es schon vorher gegeben hat. Die Leute sind hier alle frustriert. Die haben hier Wut im Bauch. Ne? Weil hier nichts gemacht wird. Das ist der absolute Brennpunkt. Kinder sind ja nachts auf der Straße alles. Und keiner kümmert sich darum. Hier müssen sie Geld investieren. Oder mit dem Soli-Zuschlag. Wie lange zahlen wir schon den Soli am Osten? Wie lange schon? Jetzt muss mal hier was getan werden. Hier ist jetzt der Brennpunkt. Auf der Suche nach einem besseren Leben. Aber nicht willkommen. Armutsflüchtlinge waren schon immer ein Motor der Geschichte. Oft genug waren es Deutsche. Vor 200 Jahren strömten Tausende aus dem ländlichen Bayern ins Ruhrgebiet. 5 Millionen Deutsche suchen ihr Glück in England oder Amerika und treffen dort auf ähnliche Probleme wie Migranten heute in Deutschland. Der Enkel einer dieser Auswanderer ist heute Professor in Oxford. Mein Großvater verließ sein schönes kleines Dorf Ernsbach, das wirklich sehr arm war, und zog in die damals reichste Stadt in Europa, Bradford, in England. Wer damals Geld hatte, wanderte nach Amerika aus, wer nicht, nach England. So kamen wir hierher. Aber paradoxerweise ist Ernsbach heute viel wohlhabender als Bradford. Auch in Nordamerika und England gab es viel Streit und sogar Blutvergießen um die Zuwanderer. Aber langfristig haben die Einwanderungsländer profitiert. Als weltoffene Demokratien. Ich bin ja Wirtschaftswissenschaftler, aber die wirklich großen Veränderungen durch Zuwanderung sind nicht die kurzfristigen ökonomischen, sondern die langfristigen sozialen Effekte. Die kurzfristigen Folgen für die Wirtschaft erhalten immer viel zu viel Aufmerksamkeit. Dabei sind sie eigentlich bedeutungslos. Kurzfristige negative Folgen? Die vermuten manche hier, auf deutschen Gewerbeämtern. Arbeitslose Zuwanderer können ohne große Umstände ein Gewerbe anmelden. Dann haben sie nach einem Jahr Anspruch auf Hartz IV. Hier beispielsweise ist so ein ganz typischer Fall. Der hat angemeldet Fliesen, Platten, Mosaikleger, Trockenbau und Bauhelfer. Eben hatten wir auch noch Gebäudereinigung. Dann putzen die halt irgendwo für irgendwen. Durch die Anmeldung ergibt sich nur die Absicht, was sie eigentlich machen wollen. Was sie dann tatsächlich tun, entzieht sich unserer Kenntnis, weiß ich nicht. Die Beamten können nicht erkennen, wer wirklich ein Gewerbe anmeldet, um zu arbeiten und wer nur den Anspruch auf Hartz IV sichern will. Auffallend viele melden sich als Fliesenleger an. Fliesenplatten und Mosaikleger. Ja, genau. Okay. Paragraph 19. Ja. Zuwanderer, die nur abkassieren? Derzeit beziehen 14% der Rumänen und Bulgaren in Deutschland Hartz IV. Das sind 2% weniger als der Durchschnitt aller Ausländer. Ich denke, das hält die deutsche Gesellschaft und auch unsere Sozialkassen notfalls aus, wenn es eben ein paar Einwanderer gibt, die sich auf diesem Wege ein Anrecht erwerben auf Sozialleistungen. Die meisten wollen arbeiten, manche um jeden Preis. Am Stübenplatz in Hamburg stehen Arbeiter aus Bulgarien. Sie hoffen auf einen Job im Hafen. Auch Betin Kamba hat sich mit dem Entladen von Containern Geld verdient. Bis zu seinem Arbeitsunfall. Wir wollten in Deutschland arbeiten.
Aber wir sind die Sklaven der Türken und der Deutschen geworden. Der Stübenplatz frühmorgens. Shake hands im Graubereich des deutschen Arbeitsmarkts. Hier gibt es billige ausländische Arbeitskräfte. Mit Autos werden sie abgeholt und zu den Auftraggebern gebracht. Versicherung? Sozialabgaben? Das spielt hier oft keine Rolle. Wir fahren hinterher. Die Arbeiter steigen noch einmal um in einen Kleinbus. Was sie verdienen, ob sie versichert sind, das wollen sie uns nicht sagen. Einer der Männer im Kleinbus fordert uns auf zu verschwinden. Niemand traut sich mehr mit uns zu reden. Besonders bei den Frauen ist es schlimm. Sie arbeiten für 5 Euro von 6 bis 21 Uhr. Sie sind wirklich Sklaven. Weiße Sklaven. Nach seinem Arbeitsunfall erfährt Betin Kamba, dass er gar nicht versichert war. Man hatte ihn einfach belogen. Kein Einzelfall. Gülsan Süleymans Sohn wurde von einem Gabelstapler überrollt. Auch er nicht versichert. Die Mutter möchte möglichst bald weg aus Deutschland. Aber zuerst will ich, dass mein Sohn wieder gesund wird. Er ist doch erst 22. Das Gerede von den Armutsflüchtlingen betrifft mit Sicherheit nicht 1% der Fälle, die wir tatsächlich kennen. Leute, die also nur in die berühmten Sozialsysteme einwandern wollen angeblich. 99% wollen vernünftige Tätigkeiten. Dennoch ist die Freizügigkeit in der EU umstritten. 44% der Befragten in unserer Umfrage sind für die Begrenzung der Zuwanderung. 48% wollen sie beibehalten. Wollen die nur abkassieren? Unsere letzte Frage hat eine klare Antwort. Die große Mehrheit, die vor Armut flieht, hofft nicht auf Almosen, sondern will arbeiten für ein besseres Leben. Zurück zu unserer Ausgangsfrage. Wie viele Ausländer verträgt Deutschland? Die Antwort der Wissenschaft ist eine Herausforderung für die Gesellschaft. I think it's actually a well-posed question. Das ist natürlich immer die entscheidende Frage und es gibt darauf nur eine ganz einfache Antwort. Das Ausmaß der Zuwanderung muss sich immer danach richten, wie gut die Integration in die Gesellschaft gelingt.